Aktuell verbreitet sich auf immer mehr Smartphones ein Virus, der per WhatsApp versendet wird. Und in diesem Video möchte ich euch gerne einmal darüber aufklären, euch zeigen, was das denn am Ende für ein Virus ist und natürlich auch, wie ihr euch davor schützen könnt oder auch diesen Virus wieder entfernen könnt, solltet ihr ihn auf eurem Gerät installiert haben. Wenn dich Videos wie dieses zu aktuellen Themen interessieren, dann würde es mich sehr freuen, wenn du jetzt ein Abo dalässt und wir schauen uns den WhatsApp-Virus direkt nach dem Intro etwas genauer an. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Vielleicht habt ihr das ja selber sogar schon mitbekommen oder seid sogar betroffen und habt von einem Kontakt per WhatsApp einen Link zu einem Gewinnspiel oder zu einer anderen coolen App bekommen, die ihr unbedingt ausprobieren sollt. Und über genau diesen Weg verbreitet sich aktuell dieser Virus, der in Deutschland mittlerweile über 40.000 Geräte infiziert hat. Dieser Virus nennt sich Agent Smith und ist hauptsächlich in asiatischen Ländern vertreten. Mittlerweile ist er aber auch in der EU angekommen und damit auch in Deutschland. Und das Gefährliche an diesem Virus ist, dass unter anderem auch der Google Play Store relativ gut über den Link, den ihr dann bekommt, gefaked wird. Und darüber sollt ihr dann zum Beispiel eine App oder ein Spiel herunterladen. Und das Ganze sieht ziemlich realistisch aus und daher werden eben sehr, sehr viele Nutzer getäuscht. Doch was passiert eigentlich, solltet ihr jetzt auf einen Link per WhatsApp klicken und daraufhin zum Beispiel über diesen Fake Google Play Store eine App installieren und diese ist dann eben von dem Agent Smith Virus befallen. Dieser Virus macht im Grunde genommen Folgendes. Er prüft, welche Apps ihr am meisten verwendet, wie zum Beispiel Apps wie WhatsApp. Und daraufhin wird diese Haupt-App, diese Original-App, durch eine Fake-App ersetzt. Und das ist auch sehr, sehr schwierig zu erkennen. Und diese Fake-App kann dann sehr, sehr viele Dinge tun, nämlich zum Beispiel eure Eingaben prüfen und diese dann eben zum Beispiel an den Ersteller dieses Viruses weiterleiten. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich, weil man ja auch per WhatsApp, was ja eigentlich end-to-end verschlüsselt ist, auch mal sensiblere Daten versendet. Und so kann zum Beispiel dieser Virus auch Kontaktdaten, Passwörter oder sogar Kontodaten mit abgreifen. Und das ist natürlich eine ziemlich gefährliche Sache. Aktuell ist es übrigens so, dass nur Android-Geräte von diesem Virus betroffen sind. Heißt, solltet ihr iOS haben, also ein iPhone nutzen und ihr bekommt per WhatsApp so einen Link zugeschickt, dann solltet ihr da natürlich trotzdem nicht draufklicken, aber grundsätzlich könnt ihr damit keine Malware oder ähnliches auf eurem Gerät installieren. Trotzdem solltet ihr vorsichtig sein, gerade wenn ihr irgendwie zu Seiten weitergeleitet werdet, wo ihr dann irgendwelche Profile installieren sollt. Da solltet ihr ebenfalls aufpassen und diese auf jeden Fall nicht installieren, wenn ihr nicht wisst, was das für ein Link war, wenn das Ganze unseriös ist. Doch was aber tun, wenn man nun betroffen ist? Zuallererst ist es gar nicht so einfach zu sehen, ob man denn jetzt wirklich betroffen ist, weil die Fake-App sehr, sehr ähnlich aussieht wie die Original-App. Trotzdem solltet ihr auf folgende Dinge achten. Wenn jetzt zum Beispiel WhatsApp betroffen ist und in dieser App werden irgendwelche merkwürdigen Werbebanner oder so angezeigt, irgendetwas ist anders, dann könnte das auf jeden Fall ein Hinweis sein. Außerdem, wenn ihr in den letzten Tagen oder Wochen zum Beispiel per WhatsApp irgendwelche Links geöffnet habt und daraufhin auch Apps auf eurem Gerät installiert habt und euer Gerät sich danach irgendwie komisch verhalten hat, dann solltet ihr auf jeden Fall hellhörig werden und gegebenenfalls euer Gerät wiederherstellen. Natürlich könnt ihr auch aus dem Google Play Store Antiviren-Apps installieren und euer Gerät einmal scannen und dann gegebenenfalls auch den Virus wieder entfernen. Grundsätzlich hilft aber in der Regel eine komplette Wiederherstellung besser, damit wirklich alle Fragmente gelöscht werden und ihr auf der sicheren Seite seid. Das heißt, solltet ihr betroffen sein, dann empfehle ich ganz klar eine Wiederherstellung eures Gerätes. Das soll es jetzt aber auch schon wieder von diesem Video gewesen sein und ich hoffe natürlich, dass ich euch ein bisschen aufklären konnte. Solltet ihr irgendwie so einen Link per WhatsApp geschickt bekommen haben, dann wisst ihr jetzt, wie ihr damit umgehen müsst und solltet ihr betroffen sein, dann wisst ihr jetzt ebenfalls, wie ihr da vorgehen müsst, damit euer Gerät wieder virusfrei wird. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mir mal gerne eure Erfahrungen mit WhatsApp-Viren, vielleicht habt ihr schon häufiger irgendwelche Links zugeschickt bekommen, unten in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen wollt, lasst jetzt gerne ein Abo da und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!